Ja, Birds mit Still I'm Sad. Und wir haben heute hier JimMcCarty zu Gast, der hauptsächlich als Schlagzeuger natürlich der Yardbirds mit bekannt geworden ist, bevor er sich dann einem etwas anderen musikalischen Gebiet gewidmet hat. Ende der 60er Jahre gründete er dann die Band Renaissance. Davon werden wir auch noch ein bisschen was hören. Und die letzte Scheibe von ihm, die geht dann doch ein bisschen auch in diese Richtung. Wir haben es vorhin schon mal erwähnt, Sitting on Top of Time kam im Jahre 2009 raus. Und da geht ein Telefon, wir wissen nicht von wem, aber das macht überhaupt nichts. Und ja, da haben wir gleich nämlich dann auch eine Live-Premiere hier mit Akustikgitarre, wenn dieses Telefon ausgeschaltet ist. Aber da kann natürlich auch was ganz Wichtiges dann zu sehen sein. Aber Jim, steck das Ganze schon wieder ein. Okay, no problem at all. Und ich denke mal, jetzt... I think it's almost time for a little bit of live music. Okay, if yeah. It's okay for you. We'll have a go, yeah. Mm-hmm. So, Ron's gonna play a bit of flute. Genau, ein bisschen Flöte werden wir auch hören. Und what song is that we're gonna hear? This is a song from the new album, the Sitting on the Top of Time album. It's called Living from the Inside Out. And I was very lucky actually, because on the recording I had a friend, Steve Hackett, came and played some guitar. From Genesis, of course, former Genesis. Yeah. Guitarist, yeah. And that really added something to the track. He's not here, unfortunately. Nein, leider ist Steve Hackett heute nicht hier. Can't make it tonight. Der hat auf der Aufnahme gespielt, aber jetzt hören wir hier eine Unplugged-Fassung von Living from the Inside Out. Everybody's looking for a way of feeling good inside, searching for their dream somewhere and searching for it far and wide. Are they missing out upon the way that they could really be? Running from the very place where they may find their destiny. Inside out, it could turn your life about, it could turn your life about. All the time I waited just to find a golden warm embrace, just to slowly realize it subtly kept the fear in place. I was always reassured by feeling close to someone near. All the things I couldn't see are suddenly becoming clear. Living from the inside out, it could turn your life about, it could turn your life about.
living from the inside out. It could turn your life about. It could turn your life about.